Im Porno läuft Sexualität überwiegend mechanisch ab. Da bleibt nicht viel Raum für Emotionen und echten Kontakt. Mein Kollege Dr. Ahlers beschreibt, warum aber gerade das für uns Menschen so essentiell ist. Neben der Funktion der Fortpflanzung, die die evolutionsbiologisch älteste Funktion der Sexualität ist, haben wir alle vor allem die Funktion der Lust im Kopf. Und zwischen diesen beiden Dingen, der Lust und der Fortpflanzung, liegt das, was für uns Menschen in der Jetztzeit sicherlich am wichtigsten ist, nämlich die Möglichkeit, durch sexuelle Körperkommunikation Grundbedürfnisse zu erfüllen. Bedürfnisse, die wir alle haben und die wir alle teilen, nämlich das Gefühl, zugehörig zu sein, angenommen zu sein, sich wohlzufühlen, okay gefunden zu werden. Und weil wir diese Gefühle haben wollen und weil wir diese Bedürfnisse haben, darum tun wir uns als Paare zusammen. Eben nicht wegen der Fortpflanzung, das kann ich auch ohne Partnerschaft mittlerweile machen, und auch nicht wegen der Lust, denn die kann ich mir selber machen, oder ich kann jemanden mieten, der sie mir macht, oder ich kann auch keine haben, passiert auch nichts. Aber was ich nicht kann, ist lange Zeit zu leben, ohne das Gefühl, von jemandem, den ich mag, gut gefunden zu werden, gewollt zu werden. Und das können wir am besten körperlich erleben. Und das ist die Kernfunktion von Sexualität.